und heute spielen wir Roblox als Ariel. Ihr seht schon, ich habe mich hier ein bisschen umgestaltet. Ich habe mir hier versucht, das Ariel-Outfit zu machen. Wir sind hier draußen auf meinem wunderschönen Balkon, okay? Das ist übrigens mein Grill. Der sieht aus wie eine Muschel. Ganz, 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 ganz wild. Unter Wasser grillen. Ich sage, es funktioniert nicht, aber ich bin vielleicht auch einfach ein Hater. Wir machen auf jeden Fall, wir müssen unseren Tag erstmal starten, ja. Es ist Sonntag, wir sind gerade aufgestanden, 12.45 Uhr, stinknormale Uhrzeit zum Aufstehen. Ich würde gerne lügen und sagen, dass mein Schlafrhythmus besser ist, aber ist er nicht. Also gar kein Ding, wir trinken erstmal unseren Kaffee. Lecker. So, ein bisschen Morgen-Yoga darf natürlich auch nicht fehlen. Eine Sekunde, das machen wir hier. So, ich frage mich, wie Ariel Yoga macht. Okay, ganz, ganz wild. Das ist ein bisschen Cheaten. Das ist ein bisschen Cheaten unter Wasser. Das ist alles ein bisschen einfacher. Ja, okay, herzlichen Glückwunsch. Ich kann hier anstand auf einer Hand. Aber unter Wasser kann das jeder. Kein Ding. Wir müssen natürlich erstmal noch unsere Zukunft lesen. Ich bin abergläubisch und ich lese mein Horoskop. Oh ja, okay, heute wird ein guter Tag. Ich denke, in der Schule werde ich schlechte Noten kriegen. Außer im Sportunterricht. Das heißt, wir gehen heute nur zu Sport. Gar kein Ding. Gut, dass ich die Zukunft gelesen habe. Hier ist noch mehr Kaffee. Ariel scheint ein bisschen kaffeesüchtig zu sein. Kein Problem. Wir brauchen aber noch was zum Frühstücken. Das heißt, wir gehen jetzt einmal hier erstmal rüber und kochen uns was Feines. Ah, perfekt. Ein Sandwich ist es. Ich habe mir so ein Seestern-Sandwich gemacht mit Erdnussbutter und Marmelade. Schreibt mal in die Kommentare, was euer Lieblings-Sandwich ist. Ich habe das Gefühl, Erdnussbutter-Marmelade ist so ein amerikanisches Ding. Das essen Leute in Deutschland gar nicht. Vielleicht ist es eine kontroverse Meinung, die ich hier habe. Aber ich finde es überhaupt nicht köstlich. Wieso kann ich mir meine Hände waschen? Das ergibt gar keinen Sinn. Erstmal, ich bin nicht am Waschbecken. Leute, ich bin null am Waschbecken. Zweitens, ich bin doch unter Wasser. So, wasche ich mir nicht die ganze Zeit meine Hände? Hier ist übrigens mein Schlafzimmer, hier ist mein Bett. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Zahnarztstuhl. Heute ist Sonntag, von daher müssen wir heute nicht in die Schule. Ich glaube, dann machen wir heute mehr so einen Self-Care-Tag. Wir bürsten noch unsere Haare. Wir haben natürlich lange rote Haare. Und lass uns mal gucken, vielleicht können wir unser Outfit nochmal umändern. Weil eigentlich, ich bin zwar sehr zufrieden, ich finde es auch sehr hübsch. Aber vielleicht, was haben wir hier? Das ist das Badezimmer, genau. Mal in den Spiegel und gucken, was wir hier verändern können. Ich glaube, die Frisur, ich meine, die ist eigentlich schon relativ Ariel-like. Gucken wir mal, ob wir bessere Haare finden. Das Gesicht sieht halt auch nicht so wild aus. Deswegen vielleicht fangen wir da erstmal an. Körper und Gesicht, das ist hier. Oh, es gibt voll viele süße Gesichter! Wie wär's damit? Das ist genau das Gleiche, oder? Eigentlich gefällt mir das ganz gut. Was mit dem? Oh, das ist mehr so finster. Das sieht denn meerjungfräulich aus? Oh, das ist süß mit dem Zahn. Aber ich will nicht die ganze Zeit blinzeln. So ist mir eine überraschte Situation. Oh, das sieht süß aus. Oh, das ist auch süß. Okay, es gibt nämlich richtige Meerjungfrauen-Dinger. Die haben so Seesterne und sowas. Also das ist vielleicht nicht das Beste, weil da guckt sie sehr finster. Oh, der ist perfekt. Das ist so süß. Guck mal, wie schön das ist. Okay, und dann gucken wir noch bei Haaren. Oh, wir können hier was Wildes machen. Können wir das? Das ist vielleicht ein bisschen viel. Wir ziehen erstmal unsere Haare aus. Und dann... Oh! Ja! Yeah! Let's go! Oh, das ist richtig cool! Okay. Ja, das sind die einzigen guten. Warte. Das ist perfekt. Das sieht so hübsch aus. Okay, das andere sind, glaube ich, ganz normale Roblox-Frisuren. Yes! Let's go! Wir färben die rot. Absolut wild! Okay, wenn das nicht Ariel ist, dann Leute... Weiß ich auch nicht. Okay, es ist schon mitten in der Nacht, das heißt, wir gehen mal schlummern. Oh mein Gott. Leute, wir sind so hübsch. Wir sind so hübsch. Und wir gehen jetzt ins Bettchen, denn es ist 4 Uhr morgens. Und wir müssen gleich in die Schule. Was für ein erholsamer Schlaf. Ganze 3 Stunden haben wir hier zu Bett verbracht. Perfekt. Aber wir sehen wohl gerestet aus. Geschlafen. Kein Problem, wir bürsten unsere Haare, denn wir haben wirklich viele davon. Und dann geht's auch schon ab in die Schule. Der Unterricht müsste nämlich so um 8 Uhr morgens anfangen. Für Frühstück ist, glaube ich, keine Zeit. Wir sollten uns auf den Weg machen. So, hier wohne ich übrigens. Das ist mein kleines Schloss am Neptunplatz. Wow, guck mal, wie hübsch die Stadt ist. Guck mal, wie hübsch einfach alles aussieht. Damn, guck mal, wie schön. Hier ist das Café. Hier ist die Bücherei, da müssen wir gerade nicht hin. Die Haare bewegen sich leider nicht so schön mit beim Schwimmen. Ich glaube,
Oh, hier sind so Krabben. Aber die bauen gerade was. Das heißt, das ist noch nicht fertig. Hier hinten ist ein Spielplatz. Das ist aber nicht die Schule, Leute. Die Schule ist woanders. Vielleicht hier hinten. Hier sind noch die ganzen anderen Meerjungfrauen. Die hat die gleichen Haare wie ich. Ich meine, das sind doch einfach die Besten. Oh, so hübsch, gell? Mit diesen ganzen Unterwasserpilzen. Diese Leuchten. Oh, schau mal, wie magisch das hier aussieht. Ich fühle mich wirklich wie Ariel. Ich glaube, so muss das Leben als Meerjungfrau sein. Wisst ihr, was ich meine? Ihr wacht auf in eurem kleinen Muschelhaus. Und ihr schwimmt draußen rum. Trefft euch mit euren Meerjungfrauen-Freunden. Ich habe früher richtig gern dieses H2O plötzlich Meerjungfrau geguckt, wo sich die Menschen verwandeln. Oh, perfekt! Ich kann mich einfach teleportieren, das heißt, ich muss gar nicht zur Schule schwimmen. Und wollte auch immer voll gerne eine Meerjungfrau sein, so als Kind. Okay, so, wir haben heute Wissenschaft. Science 102. Answer as many questions correctly as you can. Das heißt, so viele Antworten richtig beantworten, wie du kannst. Was benutzen Bienen, um Honig zu machen? Pollen? Ist Pollen richtig? Nektar? Pollen? Okay. 1, 0. Werden Pfannkuchen mit Ketchup gegessen? Ich sag einfach mal nein. Auch wenn es wahrscheinlich irgendwelche Crazies unter euch gibt, die sagen, hey, ja, voll lecker, Pfannkuchen mit Ketchup. Numinum. Ich weiß gar nicht, ob ihr das schon erkennt. Ich habe einen Punkt bisher. Tiere, die sowohl Pflanzen als auch Fleisch essen, werden Omnivoren genannt, okay? Und nicht Herbivoren, denn das sind nur die Pflanzenfresser und Omni heißt alle. Sind Sharks, also Haie, Säugetiere? Nein. So, da verdienen wir uns einen weiteren Punkt. Ich liebe, wie die anderen einfach kategorisch alles falsch machen. What? Kannst du im Weltall hören? Nein? Wir haben A gekriegt! Wir haben eine 1 gekriegt! Ich habe 4 Punkte! Die anderen sind richtig schlecht! Let's go! Und Sportunterricht! Dann war meine Vorhersage wohl doch nicht so richtig. Dodgeball! Ich muss so viele Spieler treffen, wie ich kann. Ja, also würde ich ja. Aber hier sind halt nicht so viele Spieler. Ich werd mal auf die andere Meerjungfrau werfen. Ich bin hier auf der roten Seite. Sie ist auch auf der roten Seite. Ich kann die abwerfen, aber hier ist halt niemand. Vielleicht war das Horoskop eher, hey, du kriegst in allem eine gute Note, außer in Sport. Meine schlechtesten Zeugnisse nutzen man auch immer in Sport übrigens. Weil ich ein bisschen Angst vor Bällen habe. Ich habe überhaupt gar keine richtige Ariel-Flosse. Ariels Flosse ist so ein... Wisst ihr, wie ich meine? So ein Jupp. Klasse, vorbei. Ich habe eine 6 gekriegt. Ja, sorry. Es tut mir leid. Ich habe mein Bestes gegeben. Wir schwänzen Zaubertränke. Denn ich bin ein bisschen demotiviert. Okay, Leute, ich werde ganz ehrlich sein. Es war hart. Es war hart für mich. Und ich habe jetzt halt gelernt, dass ich die falsche Flosse habe. Okay, wir haben clearly einfach die schlechteste genommen. So, ich denke nämlich das hier erstmal viel magischer. Gucken wir mal. Oh ja, yeah, das sieht schon mal cooler aus, aber sieht immer noch nicht ganz aus wie die Ariel-Flosse. Lass uns mal schauen. Dann nehmen wir halt die und dann färben wir die grün und hoffen aufs Beste. Okay, finalisieren. Und jetzt habe ich die gleiche Flosse wie alle anderen. Wir haben eigentlich jetzt theoretisch Kochunterricht übrigens. Ich habe mich da mal hinteleportiert. Aber ich habe beschlossen, dass ich heute fertig bin mit Schule. Vielleicht, außer wir haben noch ein gutes Fach. Ich möchte mal gucken, was wir hier sonst noch haben für Fächer. Also, das sind Zaubertränke. Da wäre ich heute vorhin gewesen. Mathe. Nicht so Lust auf Mathe. Was haben wir hier hinten? Die Schule sieht übrigens auch voll süß aus. Guck mal, hier sind so Spinde. Mit so kleinen Muscheln drauf. Richtig hübsch. Oh, Mittagessen. Okay, hier waren wir eben. Das war unser Wissenschaftsklassenraum. Dann haben wir hier Kochen gehabt, was wir verpasst haben. Hier Sportunterricht, das war furchtbar. Und weiß ich nicht, wo Mittagessen ist. Es müsste theoretisch in der Cafeteria sein. Wir teleportieren uns da mal hin. Ah ja, hier ist die Cafeteria. Oh, okay. Wollen wir einen Salat? Oder wollen wir ein Erdnussbutter-Sandwich? Oder wollen wir uns ein bisschen Obst holen? Ich glaube, Obst ist heute genau die richtige Wahl. Wir können uns alles holen tatsächlich. Wir können uns Obst holen. Und ein Sandwich und Salat, weil wir haben eine ausgewogene Ernährung. Nee, es ist Obst oder Salat, dann nehme ich lieber Obst. Oh, noch eine Sojamilch, okay. Und ein Eis für danach. Und müsste das nicht unter Wasser richtig eklig werden mit dem Meersalz? Naja gut, das ist ein Problem für die Schulleute. Was haben wir hier noch? Ein Veggie-Burger. Ein Veggie-Burger ist besser als das Erdnussbutter-Sandwich. Da war ich eh kein Riesenfan von. Was gibt's da? Oh, es gibt so kleine Fischkuchen. Oh, die sind auch Erdnussbutter. Na gut. Die Leute sind Riesenfans. Hier ist Sushi. Oh, bist du ein bisschen hart. Als Meerjungfrau Sushi essen? Ich weiß ja nicht.
Hier ist ja meine Fischfreunde nicht. Keine Sorge, wir genießen hier unser Mahl. Lebensecht, okay? Also es sieht, denke ich, auch ganz genau so aus, wenn man im Unterricht ist. Wir gehen jetzt aber zu Mathe, denn wir wollen nichts verpassen, was die wichtigen Fächer angeht. Ah ja, der Unterricht fällt heute aus, denn es ist kein Lehrer erschienen. Und jeder weiß, nach so 15 Minuten ohne Lehrer, ich werde erstmal aufessen übrigens, keine Sorge. Aber nach so 15 Minuten darf man ja gehen. Das ist ja die universelle Regel. Die anderen Mehlfrauen hier sehen richtig süß aus. Guck mal hier. Ich habe übrigens Ariel falsch geschrieben, merke ich gerade. Hoppala, ist ein bisschen peinlich. Schreibt man die nicht Ariel mit LLE? Das ist jetzt ein bisschen beschämend für mich. Ich weiß auch nicht, wo man es ändert. Leute, wir haben einfach einen Fisch. Oh mein Gott, aber mein Fisch ist hungrig. Es tut mir so leid, kleiner Fisch. Okay, erstmal. Ich nehme dich mit, okay? Ich pack dich. Und... oh mein Gott, das ist einfach Ariels Fisch. Wie cool ist das denn? Oh mein Gott, ja, aber logischerweise, man hat als Meerjungfrau, hat man ja Haustiere. Welche Haustiere gibt es unter Wasser? Du hast einen Fisch oder du hast die Krabbe? Kleiner Fisch, ich muss dir was zu essen geben. Du bist müde. Wie heißt denn der Fisch von Ariel? Fabius. Fabius heißt der. Okay, so, zack, umgeändert. Okay, ich kann dem Fisch kleine Outfit-Sachen anziehen. Wie süß. Ah, wie cute ist das denn? Okay, Leute, ich habe gerade in meinem Inventar geguckt. Wir haben diverse Dinge, aber ich habe kein Essen für Fabius. Das heißt, wir müssen hier die Sonnenuntergangsakademie verlassen. Oh, das war die Schule, wo die Krabben davor tanzen. Oh, okay, keine Sorge, kleines Fischli. Wir besorgen dir was zu essen. Es ist 3 Uhr nachmittags. Das heißt, wir haben auch noch alle Zeit der Welt. Was gibt's denn hier? Ah, das ist die Zukunftsseherin. Dir vertraue ich überhaupt nicht mehr, okay? Du hast mir schlechte Tarotkarten verkauft. Aber ich brauche hier Bücherei, da gibt's nichts für den Fisch. Boutique ist natürlich stark, da könnte ich mir eine neue Flosse kaufen. Aber ich glaube, dafür habe ich leider gerade... oh, Flossenshop. Okay, nein, nicht schwach werden, Ronja. Wir wollen unbedingt nicht ins Spa, wir wollen essen. Leute, Essen brauchen wir. Okay, ich habe leider keine Ahnung, wo ich Essen für dich kaufen kann, kleines Fischli. Ich würde ja wirklich gern. Ich kann dich umarmen. Davon wirst du auch nicht satt. Aber, ich schätze es besser als nichts. Oh, vielleicht kann ich ihm ein Sandwich geben? Kann ich ihm was grillen? Krise. Absolute Krise. Hier kann ich meine Haare bürsten. Nein, nein, nein. Okay, in der Küche. Irgendwo. Also... ich habe hier ein Sandwich. Das kann nur ich essen. Das ist schade. Hier ist ein Kühlschrank. Den kann ich nicht öffnen. Okay, Leute. Meine letzte Hoffnung. Unsere letzte Hoffnung. Fabius letzte Hoffnung. Hier. In der Boutique. Denn jeder weiß. Ich glaube, die Boutique, dachte ich mir, ist für Klamotten. Aber vielleicht verkaufen die auch Essen. Oh, sieht ganz schlecht aus. Kleiner Freund, es sieht nicht gut aus für dich. Hier gibt es nur Oberteile, Krieger. Es sieht alles sehr hübsch aus, so ich werde gar nicht lügen. Aber das bringt mir nichts. Das bringt mir nichts. Ich muss doch Essen kaufen. Nähmaschine, nein. Leute, das war's mit dieser Folge. Roblox-Spieler ist Ariel. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Sorry, meine Stimme ist immer noch ein bisschen heiser übrigens. Ich hoffe, das hört man nicht allzu sehr raus. Aber ich merke das manchmal, wenn ich irgendwie rede und die einfach weg ist. Mein Fisch wird wahrscheinlich verhungern bis morgen. Da kann man nichts machen. Aber wenn ihr den Kanal noch nicht gemacht habt, und schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr den neuen Ariel-Film schon gesehen habt oder Lust habt, den zu sehen, oder ob es euch überhaupt nicht interessiert. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.